Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir melden uns aus dem Vitality Stadium. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der Premier League. Bournemouth gegen Nottingham Forest. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Wählt heute diese Aufstellung. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Was den taktischen Bereich angeht, Buschi, greifen Sie natürlich am liebsten zum Pressing. Ne? Ja, so zumindest kennen wir Sie. Sie machen unglaublich viel Druck. Und da musst du erstmal Mitte finden, um ins Spiel zu kommen, um dir Chancen zu erarbeiten. Das ist nicht einfach. Weiter nach oben. Was meinst du, Buschi? Kann das auch gelingen? Ja, das ist die große Frage. Leicht wird das nicht. Dafür ist zu viel los im englischen Vereinsfußball. Man ist ja nicht alleine, wenn es darum geht, sich voranzuarbeiten. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Sehr guter Einsatz. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. So fangen Sie den Angriff früh ab, sehr gut. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Wang Hee-chan. Einfacher Ball hier für den Torwart. Bombers, das sind natürlich richtig gute Pässe. Jetzt der Ballverlust. Und jetzt gibt es Einwurf. Tolles Zuspiel. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder, aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er kann dieses Duell gewinnen. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Gibt keine Karte, aber noch so ein Ding darf er sich nicht erlauben.
schlägt den Ball rein. Flanke abgefangen, behält er die Nerven. Wang Hee-chan. Ball bleibt hängen. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Das war wohl das letzte Mal, dass er sowas ohne Verwarnung übersteht. Das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. Goslin. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Könnte den Konter geben. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Gut und fair das Tackling. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Wang Hee-chan! Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Gutes Technik! Gleich gehen wir hier in die Pause in dieser Begegnung, in der die Gastgeber momentan knapp hinten liegen. Die kommen noch nicht so richtig rein in diese Partie, liegen mit einem Tor hinten. Die Hoffnung ist noch kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. Ganz sicher. Keeper hat den Ball. Das war natürlich eine richtig gute Gelegenheit. Wenn du so frei durch bist, da musst du mehr draus machen. Ja, das wäre der Ausgleich gewesen, aber wir haben es gesehen. Glanzparade. Aber wenn es so weitergeht, dauert es nicht mehr lange, dann fällt das Tor. Sie wollen den Ausgleich. Jetzt die Chance. Oh, kein Tor gibt's doch nicht. Es ist abseits. Wir schauen rüber an die Seitenlinie. Fahne kam sofort. Klare Entscheidung. Und ich denke, es ist die absolut korrekte Entscheidung. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Unaufhaltsam. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. So, Pausenpfiff. Das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Der Anschluss ist erfolgt, die zweite Hälfte läuft.
Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie ja knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Aber jetzt verlieren sie doch den Ball. Da hat dann doch die Präzision gefehlt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Er zieht vorbei. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Gosling. Ja, da ist Platz jetzt. Was für eine Chance. Den Ball hält er gut. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Jetzt die Ecke. Er bringt den Ball nicht raus. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles. Tore sind wichtig. Es wird jetzt hier gewechselt. Jetzt der Eckball. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ballerobo. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Ballbesitz ist weg. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Vielleicht die Führung jetzt. Das war knapp. Und jetzt erleben wir den Wechsel. Number 11, Emiliano Martinez, to be replaced by number 42, Jake Forster-Kaski. Substitution for Nottingham Forest, coming off the pitch. Number 10, Daniel Johnson, coming off the pitch. Number 27, Chatterley. Letzten. Ball ist weg. Gosling. Könnte was werden. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Gute Aktion, gut geklärt. Platz zum Konter. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Keine gute Verteidigung. Chance jetzt zum Führungstor. Sie holen sich die Führung zurück, da ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen.
So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Goslin. Steilpass kommt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. James Brie. Wang Hee-chan. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Nochmal die Unterstützung von den Rängen, die Hoffnung auf den späten Ausgleich, sie lebt. Sichere Parade. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Kurze Variante bei dieser Ecke. Schön vom Ball getrennt, das war eine wichtige Aktion. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Wang Hee-chan. Sie holen sich den Ballbesitz. Goslin. Wir haben jetzt noch regulär 5 Minuten vor uns und die beiden trennt ja nur ein Tor. Geht da noch was? Er geht vorbei. Gutes Tackling. Die Fans feuern ihr Team noch an, Buschi. Mal sehen, ob sie das noch mal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Szene immer noch gefährlich. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Wang Hee-chan. Gut verteidigt. Heule. Vielversprechender Spielaufbau. Ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. Wir haben den Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gastgeber müssen sich also hier mit dieser Niederlage abfinden. Heute ist es am Ende also nichts geworden in der Liga. Sie müssen sich hier mit der knappen, mit der hauchdünnen Niederlage abfinden. Kleinigkeiten haben gefehlt, haben den Ausschlag gegeben. Aber das wird sie auch nicht trösten. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.